Freunde, was geht ab? Heute ist ein besonderer Tag. Wir starten nämlich mit der Freshies Germany Road Tour. So nenne ich das Ganze einfach mal spontan. Und Max ist am Start hinter der Kamera, wird das Ganze festhalten für euch. Das Ganze wollte ich schon immer mal machen. Einfach Laptop mitnehmen, einfach auf spontan Beat Sessions, Producer treffen. Keine Ahnung, wir werden gucken mal, was passiert. Vielleicht wird auch nur gesoffen die ganze Zeit und einfach nichts gemacht. Wir werden einfach mal spontan schauen. Ich würde sagen, es geht los. Wir fahren jetzt nach München und treffen dort. Ja, sage ich euch noch nicht. Werdet ihr in ein paar Stunden sehen. Easy. Los geht's, Max. Zwei Legenden, Alter. Na, du sag nur, warum klingst du wie auf Valoron? Du kommst mental nicht voran, oder? Du brauchst sogar ohne Probleme nach Deutschland. Ging alles sehr, sehr schnell. Jetzt sind wir gleich in Rosenheim und starten den ersten Besuch ab beim Rapper. Sag ich nicht. Seht ihr gleich. So, Freunde, angekommen bei Location Nummer 1 mit ein bisschen Verzögerung am Grenzübergang. Wir sind hier mit CR7Z. Bro, danke dir, dass du Zeit hast und dass wir uns wiedersehen. Wir sind jetzt beim Erlensee. Wir haben auch ein kleines Team noch mit dabei. Jonah, Max. Jo. Yes, sir. Wir werden euch dann später noch mitnehmen bei der Session. Damit ihr ein bisschen noch reinhören könnt. Jetzt gehen wir mal schön essen, Kraft tanken. Und haben eine geile Zeit. Peace. Bis später. So, Mahlzeit, Jungs. Mahlzeit. Ich schwör's euch, das ist der Shit. Empfehlung von Fresh? Boah, wie heißt das? Reese's. Bist du auch so? So, jetzt geht's auf eine Grillparty. Yes, sir. Okay. Dankeschön. Servus. Hallo, Mario. Besuch aus Wien. Nur im Feststeffen musst du immer steigen. Nein, weil das war zu sagen. Okay. So fresh, ich gönn dir. Hühnerherzen. Boah, sind das echt eklig. Sorry. Mach's nicht so spannend, Mario. Jetzt runter damit. Geht? Ja, ja. Ja, sie wieder hin. Warte, Moment, nimm das Bier mal lieber in die Hand. Und? Ja, ich hab gesagt, es schmeckt. Das ist gut, oder? Das ist, glaube ich, nur der Kopf, der denkt, boah, Hühner schmeckt. Schmeckt wie ganz normale, sorry, wie ganz normale Wurst. Kann man jetzt bis 3 so ein Street Track? Klar. Okay, pass auf. Oh, scheiße. So, also, Leute, wir sind jetzt angelangt. Angekommen. Bei, wie heißt denn dein Studio? Hast du einen Namen? Das ist ja Produzentenname Sicario. So, okay, wir sind hier bei Sicario, dem Mann hier, der uns seine Location hier zur Verfügung stellt. Und wir haben Bock auf einen Street-Track. Das heißt, ich werde jetzt mit Sicario Samples aussuchen und dann starten wir direkt mit dem Beat. Und dann geht's los mit dem Recorden und das seht ihr dann in einer Stunde ungefähr, hoffentlich. Yes, sir. Wenn der Alkoholpegel ein bisschen runter geht. Easy. So. Ich hab nichts getrunken. Step und verschallert, auch ohne Pep in der Nase. Vegan und clean. Agiert mir der letzte Scheiß, Alki.
deinen Jungs. Okay, du willst es? Passt. Pass auf. CR7Z. Du glaubst auch, du bist cool wie Cristiano Ronaldo. Kannst dir nicht mal eigene Kürzel aussuchen. Du Lappen. Du Lappen, Lappen hast. Du Lappen ohne Führerschein. Ja? Ja, das stimmt. Ja? Also das war eine Punchline. Ich würde aufpassen, was du sagst, sonst mache ich noch mal ein Dings. Oh, türkischer Kaffee, einfach nicht schlafen, du Geil. Ja, der ist halt einfach wie drei Espressos. Espressos oder Espressi? Espressi, Entschuldigung. Nee, ich weiß gar nicht, die Frage nur. Ja, an sich Espressi ist recht. Max, weißt du, was geil ist? Hm? Dings. Merci essen, türkischer Kaffee, CSMZ dissen, du Geil. check. Schon nicht so blöd. Seit wir in Deutschland sind, nur Stau die ganze Zeit. Überall Baustellen, die sind noch ärger als bei uns in Wien, oder in Österreich. Oh ja, gestern auf jeden Fall sehr erfolgreicher Tag. Wir waren bei einer Wirtschaft, so sagt man das hier in Bayern, also Wirtshaus. Hat sehr gut geschmeckt, am Erlensee. Gell? Ja, Erlensee, sehr nice, super freundliche Menschen. Und ja, gehört aber irgendwie mehr zu Österreich als zu Deutschland. Sehr erfolgreich, gestern noch ein bisschen was gearbeitet. In der 16 haben wir recorded von CR7Z. Jetzt gucken wir mal, wer noch drauf passen könnte auf den Song. Ist ziemlich hart geworden. Und ja, jetzt geht es weiter nach Frankfurt. Dort treffen wir auch einige Leute, einige Manager. Wir sind eingeladen bei einem Label auch im Studio. Und ja, seht ihr dann in ein paar Stunden. Jungs, Mädels, wenn mir einer noch einmal sagt, komm nach Deutschland mit Auto, du kannst drücken auf der linken Spur. Ich schwör's euch. Wo kann ich hier drücken? Das geht seit 2 Stunden so. Ich fahre genau 14 km/h. So, ich schicke nur kurz dem Massiv eine Nachricht, dass wir dann später im Babos essen gehen. In Frankfurt oder Offenbach, irgendwo ist das da, hat er aufgemacht, ein Laden. Den müssen wir auf jeden Fall testen. Vielleicht sogar auf den Nacken. Mal schauen, ne? Wir versuchen es mal. Der Tunnel wurde aufgrund aktueller Verkehrsmeldungen berechnet. Yo, Wasim, Bro, wie geht's dir? Du, ich wollte nur sagen, ich bin jetzt 2 Tage in Frankfurt und da werde ich auf jeden Fall auch deinen Laden besuchen gehen und gebe dir dann Feedback. Bin gespannt auf den Döner, Bro. So, mal gucken, wie schmeckt, oder? Ah, guck, wir müssen uns einstimmen ein bisschen für Frankfurt, oder? Deswegen brauchen wir richtige Musik. Pass auf. 06069, Frau! Rutschentheorie, jetzt wird ermordet! Mein Sachmirage, Dicke! Endlich in Frankfurt, Mann. Ich war schon echt genervt. Ja, Mann. Fahr mit dem Auto, haben sie gesagt. 7 Stunden, glaube ich, oder, Max? Ja. 7 Stunden statt geplanten 3 Stunden 50. Ich war echt schon am Limit. Wieder 3 Stunden Verzögerung. Sorry. Mühsam, aber jetzt geht's los. Jetzt steigt die Party. Jetzt gehen wir mal schön Shisha rauchen, irgendwas essen. Ich treffe einen alten Freund hier aus Mannheim, der extra reingefahren ist. Und dann wird morgen gearbeitet. Hey, hallo. Geht ab, so. Servus. Was geht ab? Ich packe nur kurz, lass mal kurz quatschen hier. Ja, so, jetzt direkt den Adama Dürüm zerstören. Chito, was geht ab? Was geht ab? Schön, dich zu sehen. So, jetzt sind wir hier bei meinem alten Freund Sunny. Sunny, schön dich zu sehen. Neues Studio, sieht nice aus. So, jetzt sind wir in den Büros von 385i, dem legendären 385i Label. Die Agro TV Goldplatten, oder? Jawohl.
Nice. Alex ist gerade im Studio am Jammen. Ein holländischer Produzent ist gerade da, habe ich gehört. So, nachdem es gestern ein bisschen stressig war und wir 3 Stunden verloren haben auf der Autobahn, waren wir nur ganz kurz im Büro bei Cello und Alex, ein bisschen gequatscht. Da war es auch schon ziemlich spät. Aber ich habe heute in der Früh 3 bis 4 Beats vorbereitet, wo ich denke, die könnten zu Alex passen, weil er auch gerade wieder am Machen ist, neues Album, dies, das. Und ja, Laptop wird jetzt mitgenommen. Wir gehen rüber und dann wird einfach geschaut, passt was nicht, können wir was verwenden, arrangieren, recorden, mal sehen. Was ist das für ein Auto, ja. Mann? Welch, hast du auch reingepackt? Ja, dein Auto, Mann, was ist das? Krass. Okay, oh. 63er ist auch besser. Ja. So, weiter geht's. Mal schauen, was die Jungs machen. Und, läuft? Weißt Bescheid, geil, fresh, geil. Was geht ab, Jungs? Geil, auf jeden Fall unbedingt abchecken aus Holland, Lucky G, abnormaler Producer. Ich habe jetzt 3-4 Beats reingehört. Ich sag's euch, das ist alles Hit-Potenzial. Also abchecken auf Instagram, Lucky G. Ja. Genau, weiter so. 20 Jahre alt, 20 Jahre alt, du machst schon Bretter wie ein Baumarkt. Nein, 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 nein. Sie, Jesus. Very healthy. Links, rechts, kurze Flex, macht's der kurze Gegnerflex, Business, Kieferbrech, Alkoholkontrollentest. Ich hab nicht gedacht, dass du schon auszusprechen, bist dann frech. Hilf an mir, was du willst, noch bei Lieferanten Stress. Hat er 99 Grad und die Decke drauf. Was sind deine Anbieter, schon sie heute kommt. Jetzt Dürüm für die Gang. Bratan, schmeckt? Das ist echt gut, Bro. Boah. Schön saftig. Baby, bin busy. Auf Jagd nach Minis gejagt von Zivi. Bad bitch, Backseat, gib ihn. Köstere, ihr schickt mal genau wie Kiwi. Schieb keine Mimik. So Leute, willkommen zurück. Es ist Tag Nummer 4 von der Freshies Road Tour. Wie man mir ansehen kann, bin ich ein bisschen fix und fertig. Also wir beide, Max hat ja auch hardcore gearbeitet. Gestern war sehr lustig. Wir waren den ganzen Tag bei den Jungs von 385i im Büro, im Studio. Und ja, war sehr produktiv. Das Endergebnis könnt ihr bald sehen und hören. Und ja, jetzt geht es zu meinem alten Kumpel Boska nach Wiesbaden, aber wie ihr seht, ist schon wieder ein bisschen Stau. Daran haben wir uns schon etwas gewöhnt. Ja, Boska besuchen, kurz auf den Café und dann geht's weiter zu. Verrate ich nicht. Bis später. Hier in Wiesbaden. Treffen Boska.
der gute Moska meinte, ich soll jetzt hier runterdrücken, damit das emulsiert oder keine Ahnung, was hier passiert. Nee, das ist eigentlich, du hast da nur einen Filter drin halt. Also. Weißt du, du hast oben quasi, du hast den Kaffeesatz halt mit dem Wasser verbunden, okay. Und von oben drückst du halt mit so einem Filter einfach runter, der dann quasi einfach den Kaffeesatz nach unten drückt. Also es ist eigentlich eine Filterform. Und der Boska meinte ja, dass Auftreten immer am meisten Spaß macht von den ganzen Aufgaben als Rapper, sag ich mal. Kann ich auch gut nachvollziehen, weil die Shows sind abnormal. Ja. Da fließt immer sehr viel Alkohol, das kann ich mich sehr gut erinnern. Und Backstage ist immer lustig. Und ja, die Crowd ist immer ausflippen, auch in Wien, sehr große Fanbase. Auch eher, sag ich mal, der Freshie hat ja quasi schon unsere größten und unsere kleinsten Sachen gesehen. Er hat uns schon vor 60 in Wien gesehen, aber auch schon vor 5000 in Frankfurt. Also alles geht, Alter. Bahnhof in Deutschland hatte kein Konto mehr, nahm mir meine Bank weg. So, endlich angekommen in Köln. Wir fahren gerade rein und bin schon gespannt. Ich war noch nie in Köln. Du schon, gell, Max? Ja, schon mal. So, Timey wartet schon auf uns beim Burgerladen und ich freue mich. Rapper-Kollegen, ihr seid echt nett. Ich komme das erste Mal in eure Stadt mit Auto und ihr sagt gleich, ja, komm in den Stadt, Bro, kein Problem, fahr in den Stadt. Boska hat das gemacht, jetzt Timeless auch. Kein Problem, ich komme nur mit Auto. 1000 Kilometer von Wien, passt schon. Ja, Spaß beiseite. Wir haben es gleich geschafft. 3 Minuten und dann sind wir beim nächsten Termin. Ist ja kein Termin eigentlich, businessmäßig, sondern einfach alte Freunde treffen. Timeless wartet auf uns und ich freue mich, ihn zu sehen. Ich habe ihn jetzt auch schon 3-4 Jahre nicht gesehen, glaube ich. Genau. Riecht gut, ne? Boah, das riecht super. Wo ist Gelnhausen? Gelnhausen? Das ist wahrscheinlich in der Nähe von Köln. Weil wir schauen ganz viele Kölner. Köln, wir sind da. Und Timeless ist auch da. Also nicht Timeless, Timey eigentlich. Timey. Jetzt erstmal schön was essen, ne? Mahlzeit. Guten. Wir testen heute. Okay. Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's Tubo und wir testen heute. Ich dachte, du bist Mario, Alter. Wir testen heute den Brattee. Etwas spät, aber doch. So. Wassermelone. Riechen. Du musst auch dran riechen, Alter. Du musst alles machen. Schwenken. Voll schwenken. Ja, Mann. Moment. Könnt ihr nicht links, Mr. Wichser? Ja, stimmt. Sehr gut.
Finger oben. Kleine Finger. Nimm mal einen richtigen Schluck und. Ohne Witze, das ist echt gut. Ja. Wirklich. Aber ich kann nicht mehr als einen alle paar Tage. Also gar nicht so süß, ne? Nee, gar nicht so süß. Ich bin ehrlich. Echt? Ich find, mit der Zeit. Das merkst du, wenn du mehr davon trinkst. Ja, ist halt echt. Aber das stimmt nicht überall mit dem, was du sagst. Hier steht nicht zu süß. Oh, stimmt, wenn es draufsteht, da kann ich nicht. Pass auf, schmeckt schön frisch, nicht zu süß, genau perfekt. Ja, also wenn man es vergleicht mit 4Bro zum Beispiel, ich glaube, der ist bei weitem süß. Ja, 4Bro ist sehr schmeckt. Ja, ja, der ist nicht. Der war mir ganz so geil sein. Also ohne Apfel? Der war mir ganz. Das ist der einzige, den ich mag ab und zu. Ohne Arsch zu kriechen, schmeckt echt gut, wirklich. Ja, Jungs, was für ein Leben, ha? Beats machen, Shisha rauchen, Videos schneiden. Ich bin nicht so ich glaube, glaub, er hat jetzt gute Aufnahmen. Ja, ich glaube, er hat jetzt die guten nicht. Aufnahmen, weil ich gerade behindert geguckt habe und dann nochmal. Ja, ja. Schlingel. Oder einfach nach Gefühl meinst du, oder? Ja, ist ja so, als wenn du wärst. Ich jeden Ton als Bass. Genau, und wenn du. Ey, Brudi, wir sehen uns. Ich schick dir rüber, wenn wir was hinkriegen oder finden oder sonst was. Hat mich gefallen. Locker. Hat hier Goldplatten und weiß ich nicht was, ne? Aber hat noch. Welches FL ist das? FL11 Plus. FL11 Plus. Windows aktivieren. Alter, wer kennt das noch? Ich muss noch Crack. Leute, was geht ab? Tag Nummer 5 und wir sind noch immer in Köln. Gestern war es sehr, sehr actionreich bei Tubo. Auch mein Producer aus meinem Team, Noah, ist dazu gestoßen aus Dortmund. Ich habe ihn zum ersten Mal jetzt gesehen, so richtig kennengelernt, auch persönlich, obwohl ich schon 4 Jahre mit ihm arbeite. Xidir war da, Signing von Eno. Hatar hat auch kurz vorbeigeschaut. Also auf jeden Fall sehr nice in Goldman. Goldman Tower heißt er auf Deutsch, deutsch ausgesprochen. Ja, war eine lange Session, wir waren um 4 Uhr erst im Bett. Hat sich aber ausbezahlt auf jeden Fall. 4, 5 Beats haben wir fertig gemacht, die wir die Tage herumschicken. Jetzt geht es weiter zu Busy Mo, auch zu einem Producer, Sound Engineer hier aus Köln, der auch verschiedenste Leute schon was gemacht hat, auch für Kollega, Bantu Nation, SSEO, Schwester Eva, also wirklich jemand mit viel Erfahrung und viel Know-how. Und ja, gleich sind wir da und ihr seht dann später mehr. Yo, Jungs, sorry, Studio verzögert sich ein bisschen. Ich habe nämlich eine Schraube im Reifen. Ich warte auf den Pannendienst. Hoffe, ich kann weiterfahren ohne Probleme. Bis gleich. Was geht ab? Was geht ab?
Freut mich. Nee, oder? Willkommen. Doch. Nee. Doch. Ich höre jemanden. Hier. Yeah. Endlich, lernen wir uns mal kennen. Was geht? Alles schön, dich zu sehen. Was geht? Wirklich schön, dich zu sehen. Ha? Wirklich schön, dich zu sehen. Ja, Mann, wirklich. Freut mich. Schön, dass du mal hier bei mir im Studio bist. Keine Ahnung. Ja, und je länger man hört, desto mehr Sachen fallen dann wieder doch auf. Ja. Was nur sehr interessant ist, weil du hast ja nur diesen Deckensegel, sonst eigentlich. Also die ganzen Wände sind halt, hier ist halt Rockwool, weißt du? Genau, die sind halt alle, das ist ja auch, der Boden ist ja auch, das ist auch ein extra Raum. Genau, und die ganzen Wände, die absorbieren, die schlucken halt, ne? Die schlucken den Schall. Und das hier ist ein Diffusor, der sorgt dafür, dass du wieder natürliche Raumanteile hast. Weil du willst ja keinen Raum haben, der komplett trocken ist und dumpf. Der sorgt dafür, dass wenn Schall kommt, wieder zurückgestrahlt wird. Aber nicht einfach in einer normalen Schallwelle, sondern das wird hier geteilt. Genau, und der wurde halt auch extra angefertigt für dieses Studio, ne? Also auch mit den Maßen und so weiter. Ich kenne eine Firma, die baut die halt in Bulgarien oder was weiß ich. Das ist eine deutsche Firma. Ich habe selten so ordentlich aufgeräumte Studios gesehen. Vor allem auch den Desktop. Ist ja ungewöhnlich, dass alles so aufgeräumt ja, ist. Ja, klar. Mein gesehen. Normalerweise. Ja. Ordnung ist bei mir super wichtig. Ja, das zieht sich. Denn Arbeit da ist, wird Arbeit gemacht. Super. Ja, ist alles aufgeteilt. Ne? Schon echt krass, das ist ein anderes Level hier. Okay. Leute, wenn ihr nach Deutschland kommt, auf jeden Fall unbedingt hier vorbeikommen. Das ist für mich Endlevel, ehrlich. Riesenstudio, die Leute wissen, geil, was sie machen. Vor allem ist es gemütlich. Wirklich, alles abgestimmt. Geht nicht mehr. Top! Oh, servus! Servus! Was geht, Rudi? Nicht zu sehen. Oh, Bruder. Komm her. Gut, ein Gigant. Alles gut. Maschau, Mario, alles gut. Hallo. Alles gut. Hallo. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ja, auch schön, euch zu sehen. Das ist nicht mein Studio, was setzt dich? 20 Uhr. Jetzt muss ich so tun, als ob es spontan wäre. Warte. Ja, genau. Jetzt kommt also. So, pass auf. Oh, geil. Liebe Grüße an Sino. Einfach nur schön, so viele Engineers und Producer an einem Tisch. Hey, danke nochmal, Freshmaker. Ja, gerne. Gerne. Richtig korrekt. Weißt du schnell, wir brauchen Oldschool mit den Chillen. Ich bin nicht 95. Ich bin gleich gedisst. So, ja, die waren schon Schubwons. Okay. Ja, Mann. Wir sind so Standard-Freestyle. Also jetzt geht's los. Oh shit. Ah, oh, yeah. Oh, ist dann, komm, okay. Komm jetzt. Es muss sich auch nichts reimen. Ja, der Dude, der vor mir war, Hermann. Fick ihn in den Arsch. Das ist nicht fair, Mann. Oh. Okay. Hermann, oder wie? Du erzählst mir hier irgendwas von Hermann. Doch frag mal deine Mama. Sie schmeckt mein Sperma. Oh. Er nennt sich Bissimo, mach mich nicht auf Bissimo. Nach diesem Part gehst du einfach nur K.O. Mann, ich weiß ganz genau, was du meinst. Du machst einen auf krass, weißt du, was ich meine? Dicker, einen auf Hasch, ich bin ein Drogenkicker.
Weißt du, was ich meine, Dicker? Ich ficke und ich bin der Ficker. Mann, ich kann nicht rhymen, doch ich kann zerteilen. Weißt du, was ich meine? Zerteile diesen Rhyme und ich ficke auf den Beat. Und ich bin so aggressiv, deine Bitch, die macht ein auf Billig G. Nein, du bist nur ein kleiner Wichser. Weißt du, was ich meine, Dicker? Es gibt heute Gewitter. Gewitter wie bei Donner. Dicker, Mann, ich bin einfach Donner. Bella, Bella, Donner. Ey, wow. Du rappst besser als du Beats machst. Time out, time out. Double up. Palm aus Plastik. Ich finde auch, ich gesagt, ja, ich kann. Wie die Drums gesetzt sind, sind nice, finde ich. Der neue Style. Anders. Der New School Stuff. Ja, kennt ihr diese neue Musikrichtung Cringe? Nee, aber ohne Witz. Aber ihr meint das Herz jetzt? Jetzt ohne Witz. Nein. Nee. Jetzt kann ich nach Beat von vorne sagen. Also, Zesch hat hier nicht gepickt. Nein. Remix. Wobei, das ist das neue Drill, oder? Das ist Drill Plus. Yo, feds having nightmares when I got my eyes. Girl up on my left side, girl up on my right. Six figure transfer when I got my right. That's why the ops them just wanna come. Double up.
Jascha, Brate! Nimm gerade auf! Ein geiler Beat. Oder? Und wem ist der Beat, Bruder? Mir! Ich bin Yoshi, Bruder. Für mich sind 5 Scheine eine Flasche. Nicht Monatslohn, nicht Miete, Bruder. Einfach eine Flasche. Ich rappe weiter davon, wie ich Drogen verkauf. Künstlerfrei denk ich mir doch für die Soko nicht aus. Setze Feinde unter Strom, bis ihr Gehirn platzt. Und sag den Weibern, komm mal wieder, wenn du Botox in der Stirn hast. Politisch nicht mal halb korrekt. Deutschland siehst du, wie ich wieder... Jo Leute, letzter Tag von der Roadtrip Tour und wir sind, boah, ich kenne mich ehrlich gesagt gar nicht mehr aus, wo wir sind. Wir sind jetzt, was ich weiß, in Bochum. Da treffen wir Sinan G. Vorher waren wir in Düsseldorf, da habe ich ein paar Freunde und Geschäftspartner aus der Musikszene getroffen. Man kann auf locker letztlich noch Shisha rauchen, ein bisschen connecten, wenn man schon da ist in der Nähe. Genau. Und jetzt sind wir bei Sinan noch kurz zum Abschluss besuchen. In seinem Studio, er hat auch gleich Release von seiner neuen Single. Dann werden wir noch kurz anstoßen darauf. Und ja, ich bin gespannt, ich habe jetzt Sinan auch lange nicht gesehen. 5-6 Jahre sicher. Bis später. Ja, bist du groß, Alter. Ich hoffe, meine Mutter hat das. Weißt du? Ja, doch, aber das ist aber schon 6 Jahre her oder so. Max, mit Kamera. Was geht noch? Noch 8 Minuten bis zu Ausgang. So, Friends, jetzt natürlich auch auf Spotify. Swiped alle ab, streamt den Song, markiert mich in eure Story. So, ihr kleinen Mäuse, geht alle auf Sinan G YouTube-Channel und checkt aus. Ausgang. Swiped ab. Wir sind wieder back in town, genau da, wo wir vor 6 Tagen gestartet sind, nämlich in Wien. Es war eine anstrengende Woche, aber mit sehr viel Spaß, mit Studio-Sessions, mit viel Gastfreundschaft und wir haben uns sehr wohl gefühlt. Danke an alle, ihr wisst ganz genau, wer gemeint ist. Die Liste wäre viel zu lang, jetzt alle aufzuzählen in den ganzen Städten. Ich bin platt, danke vielmals an Max, der hinter der Kamera die ganzen Fotos und Videos und auch dieses Movie, den Movie, ich bin platt, egal, der das Video zusammengeschnitten hat und ja, ich bin raus, ich bin einfach nur platt. Das waren 2500 Kilometer in 6 Tagen und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns.